Mainzer Fans sehen eine kaum veränderte Mannschaft. Einzig Pat Leahy rutscht in die erste Angriffslinie, während Jason Ward in Linie 2 Platz nimmt. Die Black Wings nehmen den Schwung der letzten 5 Heimsiege mit und gehen in der 6. Spielminute durch Martin Grabherrmeier in Führung. Ein Tor, das Jürgen Penker eigentlich nicht bekommen sollte. Aus diesem Winkel das 1:0 für Lee West Black Wings Linz. Powerplay-Situation für die Oberösterreicher. Justin Keller kommt an die Scheibe und erzielt sein 12. Saisontor, erhöht auf 2:0 sein 4. Powerplay-Tor. Und Jürgen Penker, der ahnt schon, in welche Richtung dieses Spiel laufen wird. Drittelpause. Und auch im zweiten Drittel agieren die Oberösterreicher mit viel Tempo und Lauffreude. Die Wiener laufen meist hinterher. Das ist das 3:0 durch Pat Leahy in der 23. Minute. Jürgen Penker im Pech. Die Truppe von Kevin Gaudet ohne Chance. Stärkste Phase der Linzer. Rob Shearer macht das sensationell. Das 4:0. Alex Westlund auf der gegenüberliegenden Seite bislang unterbeschäftigt. Er kommt jetzt einmal in Gefahr. Eine der wenigen Chancen in Unterzahl der Vienna Capitals durch Nagelaber. Alex Westlund kann hier die Null halten. Eklatanter Fehler im Mittelfeld. Sofort ausgenutzt durch die Linzer Angriffsreihe und das ist Pat Leahy zum zweiten Mal sein 9. Saisontor. Doppeltorschütze am heutigen Abend zum 5:0. Damit ist das Spiel entschieden und die Spannung auch ein wenig draußen. Wiener Capitals können im Schlussdrittel nichts mehr entgegensetzen. Ein kleiner Höhepunkt ergibt sich noch hier durch Brad Purdy allein auf Jürgen Penker. Man hat es gehört, er trifft nur die Latte. Schön anzuschauen ist es allemal. Die Linzer haben ihr Silvesterfeuerwerk schon einen Tag früher gezündet. Kevin Gaudet zu Recht angefressen. 0:5. Das ist zu hoch. Ja, wir haben ein bisschen einen schwachen Kader gehabt, aber es entschuldigt es nicht. Wir haben einfach heute defensiv sehr schlecht gespielt. Man muss einfach offen und ehrlich sagen. Aber ja, es geht in 2 Tagen weiter. Wir haben auch keine Zeit, um irgendwie jetzt traurig zu sein oder was. Wir müssen jetzt einfach nach vorne denken und wir haben jetzt 2 sehr, sehr harte Spiele daheim. Ich denke, in der Höhe schon ein bisschen überraschend. Wir haben uns eingestellt auf ein sehr enges Spiel, wie es die vorigen 3 bis jetzt waren gegen die Capitals. Wir sind aber sehr stark herausgekommen aus der Kabine. Wir haben einen guten Start gehabt, sind in Führung gegangen und haben das dann ausbauen können. Trotzdem denke ich, dass die Caps heute vielleicht aufgrund ihren Ausfällen sicher nicht in Topform waren und wir haben das gut ausnutzen können.